Bei dem Brenner, was ich Ihnen gerade eben gezeigt habe, der so verdreckt ist, sitzt da hier so eine Brennerdichtung drin, die hier. Wenn man jetzt sich diesen Höhenunterschied anschaut, gehen wir noch ein bisschen näher ran, die schrumpft ein hier. Und im schlimmsten Fall, weil die einschrumpft und porös wird, so wie diese, das ist eine alte Dichtung, die habe ich mal ausgewechselt in einem Hotel, wo die Therme dauerhaft an ist. Das führte schon fast zu einem Brand. Das heißt, ich gehe noch mal kurz zum Brenner. Wenn es jetzt hier drinnen sitzt und die Gase unverbrannt hier austreten können, steht es natürlich hier über und entzündet sich dann hier außerhalb. Also nicht mehr im Brennraum, sondern außerhalb, und es kann zum Brand führen. Von daher muss die Brennerdichtung auch immer ausgewechselt werden. Steht, wenn ich es jetzt hier sauber gemacht habe, auch immer hier drinnen. In diesem Fall hier nicht, aber muss bei jeder Wartung sauber ausgewechselt werden.